Wir sind hier mit Volker Gassner auf der Tagung Krisenkommunikation. Herr Gassner, Sie sind Leiter Presse, Recherche und Social Media bei Greenpeace. Herr Gassner, es ist ja so, dass Greenpeace in der günstigen Position ist, dass sie eher der Krisenauslöser für viele Unternehmen sind, als jemand, der darauf reagieren muss. Wie kann man sich denn so aufstellen, dass man eher reagieren muss, als agieren muss im sozialen Medium? Ich glaube, dass man gar nicht in eine Richtung gucken muss, wenn Sie im sozialen Medien unterwegs sind. Ist es ein professioneller Kommunikationskanal? Sie müssen agieren, aber auch gleichzeitig reagieren. Wir haben ganz oft den Fall, dass wir Kampagnen starten und über Social Media Druck erzeugen und dann aufpassen müssen, dass nicht eventuell sogar ein Shitstorm gegen uns passiert. Das heißt, es ist nicht immer klar, wie die Kommunikation tatsächlich funktioniert. Man muss den Mut haben, etwas zu fordern, Druck zu erzeugen, aber es kann jederzeit sich auch gegen eine NGO wenden. Und deswegen müssen wir nicht nur gucken, wie wir agieren, sondern auch, wie wir reagieren. Und deswegen sind wir sehr aktiv im Social-Media-Bereich. Gibt es da Beispiele, wo Sie den Gegendruck einfach unterschätzt haben, wo eine Kampagne dann besonders im sozialen Bereich doch überraschend nach hinten losgegangen ist? Unterschätzen gibt es nicht, weil wir vorher natürlich genau überlegen, wo sind die Schwachpunkte einer Kampagne, was kann passieren. Wir machen Planspiele, wie Sie es vielleicht hier auch machen auf der Tagung. Das nicht, aber es gibt schon Kampagnen wie die Nestlé-Kampagne, wo doch sehr viel Kritik kam, weil die Leute nicht verstanden haben, warum wir Nestlé sozusagen in den Fokus nehmen, weil sie nur einen Schokoriegel haben und in diesem Schokoriegel 0,6% Palmöl drin ist, vergleichsweise wenig, und wie sie deswegen angreifen und wir erstmal erklären müssen, wie viel insgesamt eingesetzt wurde. Das heißt, wir waren eher überrascht darüber, wie wenig die Leute schon Hintergrundwissen haben. Die Kampagnen, die Sie fahren, spielen sich ja viel in den sozialen Medien ab. Sie bauen damit Druck auf Unternehmen und öffentliche Personen auf. Was ist Ihrer Meinung nach für die Unternehmen wichtiger, schnell zu reagieren oder mit der richtigen Message zu reagieren? Schnell mit der richtigen Message zu reagieren ist ganz wichtig. Nein, man muss reagieren. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil viele Unternehmen erleben wir so, dass sie erstmal gar nicht reagieren. 3-4 Stunden passiert überhaupt nichts. Sie müssen reagieren und sie müssen einem das Gefühl geben, dass sie auch wirklich zuhören. Das ist, glaube ich, wichtig, und dass sie die Rolle auch annehmen, dass sie das Problem ernst nehmen. Man muss es nicht immer lösen können, aber man muss sagen können, wir gehen jetzt diesen Weg, lassen uns an einen Tisch setzen und dann sprechen wir darüber. Dialog auf Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht man schon den richtigen Weg. Sie machen da eine Unterscheidung zwischen dem allgemein bekannten Shitstorm und einem Meinungssturm. Wo sehen Sie da den Unterschied? Können Sie das definieren? Ja, einen Meinungssturm lösen wir aus, damit wir mit einem Unternehmen wieder in den Dialog kommen, mit denen wir vielleicht nicht mehr im Gespräch sind, die vielleicht das Problem nicht mehr ernst nehmen. Und wir versuchen über einen Meinungssturm wieder Druck zu erzeugen. Das heißt, wir fordern massenhaft Leute auf die Seite, Fanseite zum Beispiel von Nestlé oder anderen großen Firmen zu gehen und zu sagen, ändert eure Firmenpolitik. Das nennen wir Meinungssturm. Das, was der bekannte Shitstorm ist, und so ist er auch definiert, da geht es nicht mehr um das Problem, sondern es geht nur noch darum, dass sich Leute beschimpfen oder dass mir jemand an den Pranger stellt. Das ist für uns als NGO überhaupt nicht sinnvoll, weil es lenkt vom Problem ab. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir einen Shitstorm vermeiden. Ein Meinungssturm ist legitim. Es geht um das Problem, wir diskutieren über das Problem. Ein Shitstorm, wo es nur noch darum geht, jemanden zu beleidigen, das wollen wir nicht und das ist auch für das Unternehmen unfair. Wie beugen Sie dem vor, dass Ihre Unterstützer da übers Ziel hinausschießen? Wir greifen auch moderierend ein, auf unseren Plattformen und dann auch auf anderen Seiten, um einfach Regeln nochmal klar zu machen, zu sagen, hey, das hilft uns auch nicht, lasst uns bitte sachlich bleiben und werdet jetzt nicht polemisch. Herr Gassner, Sie hatten einen sehr interessanten Austausch mit Herrn Altmaier, als er noch Bundesumweltminister war. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen, worum es da genau ging? Ja, Herr Altmaier als Bundesumweltminister hat sich immer für die Wale eingesetzt, das hat er auch getwittert. Und wir hatten eine Situation im Sommer letzten Jahres, wo wir einen Walfleischtransport aus Island in Hamburger Hafen hatten. Und wir haben Herrn Altmaier gebeten, uns zu helfen. Das hat er auch getan. Er hat dann den Hamburger Hafen gebeten, freiwillig darauf zu verzichten, dieses Walfleisch abzunehmen, sondern wieder zurückzuschicken. Und wir haben gesagt, bitte,
macht das verpflichtend. Bitte verpflichte die deutschen Häfen, dass sie das gar nicht erst annehmen. Und haben dann die Leute gebeten, per E-Mail ihm eine Mail zu schicken und sagen, das finden wir auch. Und da hat sich Herr Altmaier sehr beschwert darüber, weil wir seinen E-Mail-Account verstopft haben. Und das Ganze hat sich aber auf Twitter abgespielt. Das heißt, wir haben ihn angespielt und gesagt, bitte mach was. Und er hat auch gesagt, ja, ich mach was. Hat dann gleich 2 Stunden später getwittert, hat dann auch immer den Fortgang weiterhin getwittert. Und letzten Endes haben wir ihn dann aufgefordert und das fand er dann nicht so gut, weil er gesagt hat, ihr verstopft uns einen E-Mail-Account, war dann richtig beleidigt, nachts um 10 und hat dann gemeldet, ihr verstopft unseren Twitter-Account und dann haben wir gesagt, okay, gib uns eine andere Adresse. Und darauf hat er aber nicht mehr geantwortet. Und 24 Stunden später hatten wir dann eine neue E-Mail-Adresse, wo dann die ganzen E-Mails hingingen. Und dann hat er sich auch wieder bedankt bei uns, dass er jetzt wieder weiter mailen kann. Aber das, man sieht, man kann über Twitter sehr, sehr schnell kommunizieren. Herr Altmaier hat sich eingesetzt, war noch ein bisschen beleidigt, aber Inszenierung gehört zu einer Kampagne auch dazu. Und wir sehen, das ist eine ganz neue Form der Kommunikation, mit einem Minister nachts zu twittern und Handlungen entstehen zu lassen, bevor man irgendwie einen Termin in 3 Wochen bekommt und dann ein Gespräch darüber führt und dann der Walfleischtransport schon lange wieder vorbei ist. Dieser direkte Zugang zu Politikern über Social Media, das ist ja eine neue Entwicklung, die es erst in den letzten Jahren gab. Was für ein Potenzial sehen Sie da überhaupt? Ich sehe vor allem für die Politiker ein großes Potenzial, weil sie jetzt mal wieder direkt an Leute drankommen, die sie nicht kennen, die aber mit denen direkt in Kontakt gehen können. Politiker, wenn sie gut zuhören, kriegen ihre Themen auch. Sie wissen, kommt ihr Thema an, kommt ihr Thema nicht an. Sie können in den Dialog gehen, denn oft heißt es ja, der Politiker ist so weit weg. Das hat man bei Altmaier gesehen. Herr Altmaier hat es ganz hervorragend verstanden, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, einen Dialog zu führen. Er ist humorig und trotzdem immer seriös bei dem, was er macht. Und das macht natürlich Spaß. Und es ist auch ein tolles Gefühl für einen Bürger, wenn er mit einem Minister mal per Twitter sich austauschen kann. Herr Gassner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke schön. Vielen Dank.